als erstes werden wir den Aufbaupfosten, den Sie oder die Einhaarkappe entfernen, und den Aufbaupfosten für das Implantat einsimulieren, ja? Gut, jetzt haben wir hier diesen Pfosten, der eine Verbindung darstellt zwischen dem Implantat und der Krone. Natürlich aus biologischer Sicht und aus hygienischer Sicht viel besser, weil an der Keramik eben keine Plaquenanhaftung stattfindet in dem Maße, wie es an Titan-Abutments der Fall ist, also in Titanpfosten. Wir haben hier auch einen individuellen Pfosten, der also angepasst ist an das Zahnfleisch, an das Umgebende. Dadurch haben wir also eine ganz dichte Zahnfleischmanschette um das Implantat. Ja, wir führen immer sogenannte äquigingivale Präparationen durch, das heißt auf Zahnfleischniveau, damit es keine Reizung des Zahnfleisches gibt in der Tiefe. In den Mund öffnen bitte und vorsichtig wieder schließen, zusammenbeißen. Das ist perfekt. Also was ich messen kann, ist es absolut perfekt, ja. Sie müssen mit glücklich sein, ja? Mhm. Also Sie müssen sagen, ob Ihnen die Form, die Farbe gefällt. Ja, mhm. Ja. Mhm. So, jetzt müssen wir es ein bisschen abdampfen hier. Gut, okay. Ein großer Vorteil von den Keramikpfosten ist auch, dass man daran ja kleben kann. Das heißt, wir können die Oberfläche silanisieren. Und die Kleber, die wir hier verwenden, die kleben dann eben auch an die Keramik, sodass man einen wirklich extrem dichten Verbund zwischen dem Aufbau und der Krone hat. Ja? So, bitte eine Minute, ja? Okay, sehr schön. So.